So, herzlich willkommen wieder auf einen Kanal Anubis 160. Leider muss ich das hier nachvertonen, weil die Windgeräusche im Hintergrund zu extrem waren. Deswegen willkommen auf Stonehenge. Wir sind mal wieder mit einer Reisegruppe unterwegs gewesen. Heute mal von Bournemouth aus nach Stonehenge, Salisbury. Ja, so, wo sind wir eigentlich überhaupt? Das werde ich euch mal hier auf dieser Karte zeigen. Hier. Wir sind in Südengland, da ist es, zur Orientierung, hier unten ist Eastbourne, hier ist Bournemouth, ein Pool, und da oben ist Stonehenge. Wenn wir mal die Karte mal größer machen, da ist Stonehenge, 15 Kilometer nördlich von Salisbury. Ja, wir sind hier auch am Besucherzentrum, das ist ein bisschen abgelegener von dem eigentlichen Steinkreis. Das war mal anders, aber das zeige ich euch gleich noch. Und ja, hier seht ihr das Besucherzentrum. Hier ist ein Busbahnhof da oben, Busparkplatz, die Shuttlebusse, die uns dann nachher zu den Steinkreise bringen. Oben seht ihr den Busparkplatz, das weiße Gebäude, da ist das Besucherzentrum und da unten ist der Parkplatz für die PKWs. Ja, hat sich viel verändert und ja, da gehen wir mal los. Übers weite Land hier, ein schöner Blick. Oh, und das ist richtig gut gemacht. Damals war ich, vor gut 13 Jahren da war das alles noch nicht hier. Und er hat sich viel verändert. Und dann gehen wir mal hier durch. So, und dann geht es dann auch schon zu den Shuttlebussen. Toilettenmöglichkeiten gibt es auch hier ohne Ende. Und da geht es dann hoch. Ja, der Fahrer, der hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, hier die Fahrt zu filmen. So gut anderthalb Kilometer fahren wir da. Bis zu den Kreisen, bis zu den Steinkreisen. Und das werden wir mal ein bisschen schneller abspielen hier. So, da sind wir auch schon angekommen. Hier ist noch eine Wendeschleife und ein bisschen laufen müssen wir doch noch. Übrigens, die Fahrt ist im Preis mit drin, wenn man mit Gruppen ankommt und angemeldet ist. So, und da steigen wir mal aus. Interessant sind da hinten die Hügel im Hintergrund, die man sogar so erkennen konnte. Ich zeige euch das mal hier auf der Karte von oben. Da sieht man es besser. Da sind es die 4, 5 Kreise. Die gehören übrigens mit zu der Anlage von Stonehenge. Das ist ein Riesenareal, was man da noch entdeckt hat. Und ja, so sieht es aus hier. Weites Land. Hier war übrigens früher eine Landstraße, ging hier durch. Hier ist jetzt alles mittlerweile Wiese. Als ich da war, einfach nur eine Landstraße, da ein kleiner Sichtschutz vor den Steinen, dass man da nicht unbedingt Fotos machen durfte oder konnte. Ja, da war immer gut was los. Ja, hier die Landschaft nochmal erklärt, wie alles da dazu gehört. Da sind sie noch mal, sind wohl auch Grabstätten und ja, da ist Stonehenge, da ist er, der Kreis, und da werden wir jetzt gleich mal hingehen. Da war übrigens, hier, die ist nochmal die Landstraße, die ich damals
ja, befahren konnte, durfte, und dann ging es durch einen Tunnel unter der Straße drunter her nach Stonehenge. Da unten links, da wäre es gewesen, die Straße. Und hier sind wir schon auf dem Areal von Stonehenge. Der Zaun, der bildet noch den Straßenverlauf nach. Dann ganz einfach Landstraße. Und da sind sie schon, die Steine. Besucher ohne Ende. Meine Gruppe ist auch schon da. Ja, und viele schöne Grüße an dieser Stelle nach Kalbe hin. War eine schöne Zeit mit euch. Ich habe es sehr genossen. Ihr wart echt eine tolle Truppe. Ja, viel kann ich im Moment nicht dazu sagen. Deswegen lasst die Bilder mal auf euch wirken. Und ja, viel Spaß bei diesem kleinen Rundgang. Ich bin da zweimal rumgegangen, bevor es dann wieder ins Besucherzentrum ging. Ja, und da sieht man auch schon, warum Stonehenge so bekannt war. Das ist die Sommer- bzw. Wintersonnenwende. Hier sieht man noch den Pfeil. Das war gerade eine Woche davor, wo dieses Spektakel ja zu sehen war. So, und da geht es dann auch schon in den Verkaufsraum. Und jede Menge Souvenirs, die man da kaufen kann. Ja, und dann geht es dann rüber ins Nachbargebäude. Aus dem Shop kommt man dann raus. Und ja, hier habt ihr die Experience. Hier seht ihr nochmal den Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende, wenn der längste Tag erreicht ist, oder der kürzeste Tag. Versammeln sich sämtliche Leute da am Stonehenge und da sieht man's.
Ja, und hier sind noch mehr Ausgrabungsstätten von Stonehenge, die noch mit zur Anlage gehören. Also es ist ein riesengroßes Areal da unten, was man da noch entdeckt hat. Jetzt auch in jüngster Zeit noch. Durch Satellitenaufnahmen und so weiter kann man dieses alles wie den Boden herausfinden und besser lokalisieren und katalogisieren und so weiter. Ja, das Ganze, das entstand wohl so 4000 Jahre vor Christi. Das ist noch alles da im Boden vergraben. Das sind hier nur Animationen. Und hier so ausgeholt. Das ist echt beeindruckend. Da ist auch nochmal ein Steinkreis. Da ist unser Stonehenge heute. Naja, damals. Ja, und da gibt es dann noch Lehmhütten, die hat man auch entdeckt. Beziehungsweise Überreste davon. Und die wurden in einem Außenbereich am Besucherzentrum nachgebaut. Und dann gehen wir da gleich mal hin. Man vermutet, dass es so damals ausgesehen hat. Auf jeden Fall sind noch Spuren davon im Boden zu erkennen. Und so sieht es heute aus da, von der Landschaft her. Hier die Hügel, die haben wir vorhin nicht gesehen in der Ferne. Da oben die Landstraße. So, und das war auch schon im Außenbereich. Die Hütten, die sie damals aufgebaut haben, sind schon sehr zivilisiert. Vor nun fast schon 6000 Jahren. Die Rieddächer, man kennt es auch aus Norddeutschland, gab es damals schon. Wahrscheinlich aus der keltischen Zeit. Ja, und hier seht ihr einen Stein, wie man versucht hat, die Dinger mal fortzubewegen. Also man hat es ausprobiert, ja, auf Holzpfähle, auf runden Holzpfählen hat man versucht, wohl die Steine zu transportieren. Ja, wie so ein Rollwagen praktisch. Ja, auch ein interessanter Kreis hier oben, so ein Halbkreis, eine Halbkugel, wie so ein Lego-Baustein. Damit sie später wohl miteinander besser übereinander oder ineinander passen. Ja. Okay.
Can you move the stone? 28 Tonnen wiegt so ein Steinchen. Und da gab es echt eine Menge Anstrengung. Um so ein Ding vorzubewegen. So, ja, das war Stonehenge, die Experience jetzt zum Schluss. Hat man mal gesehen, was hier noch überall in den Erden oder im Boden vergraben war. Es ist doch schon ein sehr, sehr großes Areal, was man hier noch entdeckt hat. Und hier hinten, da sind die Lehmbaracken, die wir vorhin gesehen haben. Die wurden da hier wieder aufgebaut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal schauen, wo wir als nächstes hinfahren. Dich? Keine Ahnung. Naja, ich wünsche euch was. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Tag und umgibt euch mit netten Freunden. Auf Wiedersehen.